im Anschluss an die zweite Runde der Admiral. Bundesliga der FK Austria Wien und der Last trennen sich mit 1:1. Und am Podium begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Didi Kübauer. Didi, bitte um dein Fazit zum Spiel. Ja, natürlich, wenn du bis zu 28 Minuten ansetzt, ist dann schon ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen. Aber ich denke, im ersten Halbzeit, glaube ich, waren wir die aktivere Mannschaft. Da haben wir es verpasst, meines Erachtens, dass wir da die letzten Bälle klarer spielen, weil ich glaube, dass da schon gute Situationen gewesen wären, wenn wir das besser rausgespielt hätten. Hätte es vielleicht schon früher anstehen können und dann wäre die Situation vielleicht eine andere gewesen. Stand in Führung gegangen, wobei die Austria im zweiten Abschnitt, zweite Halbzeit eigentlich das Beste im Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, haben viele Corner gehabt, die noch Halbchancen, waren Halbchancen für mich, sie haben wirklich keine Chance gehabt und mit dem 1-0 hätte man dann natürlich die Möglichkeit gehabt, dass 2-0, dann wäre die Sache erledigt gewesen, aber wie es muss bekommt, Tor, das was man möglicherweise verteidigen hat können, aber grundsätzlich muss man dann das X mitnehmen und es war auch leistungsgerecht, würde ich sagen. Danke, wie damit geht es dann an eure Fragen. Damit bitte tun. Ich glaube, verbessern kann man immer wieder was, weil ich jede Woche frage, die Entwicklung, das ist nicht jede Woche. Das ist, glaube ich, die Frage, ich müsste irgendwann einmal fragen, warum es das stört. Ich glaube, Entwicklung gibt es nicht jeden Tag, sondern es gibt es über einen längeren Zeitraum. Das Spielsystem ist grundsätzlich in Ordnung. Ich denke, dass wir heute erst das ganz gut gemacht haben. Mit der einzigen Sache, und das fehlt dem Fußball, dass wir die Bälle, die was entscheidend sind, die haben wir oftmals zu früh oder zu spät weggespielt und das zu Toren führen könnten. Also da müssen wir uns definitiv noch verbessern, würde ich sagen. Grundsätzlich so verteidigen war es in Ordnung. Ja. Aber ich denke, wir haben noch im Ballon haben wir ja noch einen Robert Schul, der natürlich jetzt noch ein bisschen braucht, aber uns garantiert weiterhelfen wird. Kula ist auch ein Spieler, der noch nicht auf die 100% ist, wo ich der Meinung bin, dass uns auch weiterhelfen wird, wobei der Marin das wirklich gut macht im Moment, würde ich sagen. Aber jeder Spieler kann noch mehr, würde ich sagen, aber trotzdem, glaube ich, ist er auf einem guten Weg. Danke, Herr Hörlober. Ja, genau das ist das Gefühl, was man als Trainer entwickelt. Manchmal geht es auf, manchmal nicht. Und dann, wenn es aufgeht, ist man ein guter Trainer. Wenn es nicht aufgeht, ist man ein schlechter Trainer. Nein, ich denke, die Arbeitsweise von Marin hat es mir leichter gemacht. Also es ist ihm definitiv nicht alles gelungen, ohne Zweifel. Aber er gibt nicht auf. Und das ist eine Eigenschaft, die ein Spieler will, muss ich dazu sagen. Und dadurch ist er drin geblieben, hat das Tor gemacht und leider haben wir es dann nicht drüber gebracht. Ja, ich würde sagen, was davor war, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich denke, es wäre schlimm, wenn ein neuer Trainer kommt und ein Spieler bewertet, nach dem, was erzählt wird, was geschrieben wird. Ich bewerte jeden Spieler nach Trainingsleistungen, so wie er agiert. Und habe mit Manuel ziemlich auch ein Gespräch gehabt, würde ich sagen. Und er hat eigentlich die Erzählung jetzt fallen lassen. Im Gegenteil, er hat jetzt wirklich in den Training reingehauen, das, was er ihm oftmals vorgeworfen hat. Und wenn das ein Spieler tut, hat er die Berechtigung, dass er das spielt. Und hat mir sehr gefreut und dass es noch besser kann, ist keine Frage. Aber ich glaube, ich werte noch im Moment, was tut er jetzt und wie macht er es jetzt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Trainer, nicht in der Vergangenheit zu schwelgen, sondern was jetzt passiert und was er in der Zukunft macht.
Es ist anders. Jetzt kannst du nicht mehr rein draus machen. Nochmal in der Reihe dahinter noch. Ja, das ist der Hälfte, aber ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn wir den Ball besser gespielt hätten können. Aber ich sage das jetzt, seit ich Trainer bin und als Spieler weiß ich ja, weil ich die beste Offense gespielt habe. Es ist der schwierigste Ball. Aber du brauchst nicht auch die gute Bewegung. Ja, also es ist nicht so, wenn der Spieler mit dem Ball die Situation anspielt, bedeutet das nicht, dass wenn der Ball nicht kommt, dass er automatisch vollstrickt, sondern es ist auch die Bewegung der anderen Spieler, die oft mit entscheiden, ob einer öffnet, ob einer tief geht, das sind auch Dinge, die wichtig sind. Ja? Und da haben wir es heute uns nicht so einfach gemacht, wie wir es können. Ich glaube, dass wir das besser können. Und das ist ein Ding, was glaube ich, jeder Trainer mit seiner Mannschaft trainiert. Aber im Training ist es halt anders, weil da dieser Stress nicht so gegeben ist wie beim Spiel, weil du weißt ganz genau, mit diesem Pass kannst du in einer Öffnung gehen, die gut für uns ist. Und wenn jetzt ist so, dass sie ärgert, aber das muss wegstecken. Das muss man nicht spielen, das haben sie getan, muss ich dazu sagen. Also sie sind nicht jetzt irgendwo verfallen und haben den Sand in Kopf ins Sand gesteckt, sondern sie haben versucht, das weiterhin zu tun. Aber sie können es besser und das macht mich so zuversichtlich. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten vielen Dank und wir sehen uns dann nächste Woche.